Also ich bin Richard Kopp aus Horming. Ich habe jetzt mit der Butternuss-Kürbisernte begonnen. Heuer ist die Nachfrage normal eigentlich, jetzt sieht es Wunder wie noch. Aber ich tue mich halt einmal vorbereiten, ich tue sie lieber ernten, wenn sie schön reif sind jetzt, dass sie, wenn wir einen großen Ansturm haben zum Verkauf, dass wir liefern können. Das Besondere ist, dass es wenig Aufwand ist. Du brauchst allein sitzen, auf die Robben aufpassen, dass sie den Kern nicht auspacken. Noch eigentlich unkrautfrei in Acker halten, es ist ein einfaches Gemüse. Der Kürbis soll keine Matzen haben. Auch ich mit dem Fingernagel anfangen probieren, ist er reif, ist er nicht reif. Das kann ich leiden, wenn er hängt. Wenn er an der Pflanze hängt, kann ich probieren, ob er reif ist, weil das vernarbt. Sobald er angegangen ist, ist er auf die Siegel angestellt. Und alles, was er Matzen hat, ist hin. Und er hebt er rein. Siehst du, wenn ich jetzt den Kürbis normal ernte, das tut gar nichts. Den kann ich einbrocken wie die Äpfel. Ernten, auf einem Pappendeckel in den Keller unten dunkel lagern, dann hebt er 2-3 Monate. Aber ich hoffe nicht, dass ihn 2-3 Monate auch haltet. Ich hoffe, dass ihn nehmt, dass ihn braucht und dann noch einmal kommt für den Winter nachher zu reinlagern. Meine Idee war, allem etwas Neues probieren und jedes Mal einfach schauen, was bringt man alles zusammen in Tirol, was da machen wir alles. Weil wir haben ja ein wunderbares Land da. Besonders darf mir überhaupt nicht jammern, wir haben Wasser und was will man denn mehr? Leute sollten das einmal anerkennen, dass die Bauern wirklich so viel Einsatz haben, in dem Land das auch produzieren und nicht allem alles von Ausland einkaufen. Freilich sind die anderen auch froh, wenn sie etwas verkaufen können, aber wir waren halt froh, wenn ihnen etwas gelingt und das auch mit Respekt nachher angenommen wird, die Leute, für die Leute auch gekauft wird. Oder? Das war mir mein Anliegen. Und die Herausforderung beim Bio ist einfach, ja, es ist nicht alles so einfach, es wächst nicht alles der Normen durch. Es sind halt einmal Früchte dabei, die größer sein, die kleiner sein. Und die Leute muss man halt einmal sagen, denkt einmal nach, was bei uns ist und nehmt es so, wie es gewachsen ist. Mein Wunsch war es, die Leute sollten nachdenken, dass sie es direkt beim Bauern kaufen. Wir brauchen keinen Transport. Sie wissen, wo sie es kriegen, sie sollten nachdenken, wo sie es essen. Und es muss nicht allem gleich groß, gleich klein. Einfach so wie es ist, so wie es gewachsen ist, haben wir es. Klimawandel, sage ich, ist hauptsächlich, war halt gut, wenn die Leute auf hier kaufen taten. Wenn sie ins dazu kaufen taten, dann braucht man nirgends hinfahren, man braucht sie transportieren. Wir haben einen Transportweg vom Acker in Dorfauen, in Lodenauen. Das war halt das, jeder tut sein Teil beitragen. Und das war halt zum und auf. Und nicht jedem allem die Schuld geben, man muss auch bei sich selber anfangen.